Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer Bücherwoche, die ja sehr merkwürdig irgendwie war. Ich habe nämlich ein abgebrochenes Buch, ich habe einen okay Wohlfühlroman und ich habe einen ja fast highlightartigen Pilgerreiseroman gelesen. Also es war gefühlt irgendwie alles dabei. Zudem war es ja vom Wetter eigentlich auch richtig, richtig schön. Es war heiß und ich habe dieses sonnige Wetter sehr genossen. Ich weiß, vielen vertragen es einfach körperlich nicht so richtig, aber ich erfreue mich daran wirklich. Muss dann dafür aber sagen, sobald es wieder nach unten gegangen ist, gerade von Donnerstag auf Freitag und es Freitag früh dann nur 13 Grad hat natürlich mein Kreislauf total darunter gelitten. Also es ist, ich kann jeden verstehen, der sagt, heißes Wetter ist nichts, mein Kreislauf macht dann, was er will. Ja, bei mir passiert es dann, wenn es eben wieder nach unten geht. Und ja, deswegen kann ich das verstehen. Ich genieße das schöne Wetter einfach und freue mich, dass der Sommer da ist und man ganz viel Zeit ja auch draußen verbringen kann. Und das habe ich auch getan. Deswegen ist im Grunde ja in dieser Woche auch irgendwie nur so ein Drittel Bücher wurden, beziehungsweise habe ich ein anderes angefangen. Jetzt am Pfingstwochenende, was ich euch dann auch noch zeigen möchte. Ansonsten war ich ein bisschen Downton Abbey süchtig, The Witcher süchtig, habe This Is Us aufgeholt und dazu möchte ich dann später auf jeden Fall auch noch ein bisschen was erzählen. Aber wir starten wie immer mit den Büchern und das abgebrochene Buch der Woche ist Kenya Valley von Kat Gordon, ein Buch, was vom Cover ja einfach großartig und wunderschön ist. Dann habe ich gehört, das neue Buch von Katharina Herzog, Der Wind nimmt uns mit. Das ist der dritte Teil ihrer Reihe, von dem ich bereits Band 1 auch, ich glaube, vor 2 Jahren gehört habe. Und das dritte Buch ist dann Meine Suche nach dem Nichts von Lena Schnabel. Das ist besagter Pilgerreisenroman, der ja einfach auch mal ein bisschen anders war, als man es vielleicht irgendwie so erwarten kann. Ja, wir starten aber mit Kenya Valley von Kat Gordon. Ein Buch, und das sage ich vorneweg, was ich nach ungefähr 150 Seiten, ich glaube, der Faden ist noch drin, oder das Lesebändchen ist noch drin, was ich nach 150 Seiten abgebrochen habe. Ich glaube, es ist so knapp ein Drittel. Ja, 430 hat es und mich hat das Buch angesprochen, zum einen, weil es sich um Kenia drehte und ich war selbst vor über 20 Jahren in Kenia und ich hatte einfach Lust, mit einem Buch dahin zu reisen. Ich habe noch gewisse Orte vor Augen, ich habe noch gewisse Düfte, Gerüche in der Nase und auch gerade, wenn man sich dann so Urlaubsfotos anguckt, dann zehre ich sehr von Urlauben, von Begegnungen, von Dingen, die ich gesehen und erlebt habe. Und so ein bisschen wollte ich dieses Feeling wieder aufleben lassen, indem ich Kenya Valley lese. Zudem war es, glaube ich, relativ günstig im Vergleich zum Originalpreis bei Mediamops und auch eine Empfehlung von Roman, der ja unter anderem jetzt auch einen Instagram-Feed hat. Und der war sehr, sehr angetan davon. Und dann wollte ich es jetzt auch einfach lesen. Ja, das Buch befindet sich in den 1920er Jahren. Wir sind irgendwie bei einem scheinbaren Mord dabei, switchen dann um zu Theo. Und der ist 15 Jahre jung, kommt ursprünglich aus England und reist mit seiner Familie nach Kenia. Das passiert so mit dem Zug und all den früheren Fortbewegungsmitteln, wie man sie irgendwie so aus der Geschichte, sage ich, mal kennt. Er trifft dort auf die erwachsenen Sylvie und ihren Mann Niklas und auch den guten Freund Freddy. Und das ist so ein bisschen eine Clique, die sehr dekadent ist, die sehr viel trinkt und auch so ein bisschen freudig unterwegs ist. Eine sehr spannende Clique, die mich aber doch so ein bisschen gestört hat. Er verstößt gegen viele Regeln, die ihn seine Eltern auferlegen. Zudem hat er auch eine sehr komische Mutter, wie ich fand. Und er findet natürlich selbst, die gehen total ungerecht mit ihm um und trotzt ihnen da so ein bisschen. Ja, was dann so richtig weiter passiert, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich dann das Buch abgebrochen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf 150 Seiten Kenia vermisst. Ich meine, es steht groß Kenya Valley obendrauf und es ging gefühlt überhaupt nicht um Kenia. Also es hätte in jedem anderen Land spielen können auf dieser Welt. Es ist total egal, wo es war. Es hätte einfach gereicht, dass es irgendwie einen Bezug zu England hat und vielleicht irgendwie eine Kolonie war oder irgendeine Verbindung dazu hatte, weil die Engländer haben sich da schon ganz schön raushängen lassen, dass sie da eben mal die Kolonialherren waren. Und das ist auch was ich zum Beispiel aus meinem Kenia-Besuch Mitte der 90er durchaus noch mitbekommen habe, auch im sehr
sehr jungen Alter, mit 11, 12, wo ich so dachte, wieso benehmen die sich denn da alle so komisch? Und ja, bis man das aber natürlich irgendwann verstanden hat, war man ein bisschen älter. Also mir hat Kenia gefehlt und das ist für mich irgendwo, wo ich so dachte, das sollte die Geschichte ja vielleicht irgendwie, ausmachen. Zudem erlebt man eben einfach dekadente, überhebliche Menschen, die Gesellschaft, die eben aus England kommt. Und wenn ich das lesen will, lese ich gefühlt einfach ein anderes Buch, beziehungsweise interessieren mich dekadente und überhebliche Engländer einfach nicht. Also das ist so eine Geschichte, die mich irgendwie nicht interessiert. Ich weiß, dass der Vergleich zum großen Gatsby irgendwie so ein bisschen herrscht und nein, auch damit hatte Kenya Valley für mich überhaupt nichts zu tun. Die Charaktere wirken auch irgendwie wenig tiefgründig, bleiben irgendwie ein bisschen blass. Der Stil ist schon sehr bildhaft, sage ich mal. Also man kann sich die Charaktere vorstellen, man kann sich auch die Orte vorstellen, aber es ist eben überhaupt nicht das, was ich irgendwie erwartet habe. Zudem fehlte mir auf den 150 Seiten auch irgendwie der rote Faden. Es fehlte irgendwie die Geschichte in der Geschichte. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Mich hat es nicht packen können. Also ja, ich habe es gelesen und habe dann nochmal einen Tag und nochmal einen Tag, dachte mir dann aber irgendwie, ja, was gibt dir dieses Buch? Und gerade irgendwie nichts. Und deswegen wurde es dann auch einfach abgebrochen, wird auch wieder ausziehen, obwohl ich das Cover, und das kann ich auch nicht oft genug sagen, wirklich wunderschön finde und einfach auch so diese Geschichte erwartet hätte. Und ja, mir war klar, dass das keine Happy Story wird, aber ich weiß auch nicht. Also es geht hier hinten schon um Drogen, um Partys und Affären und er muss seinen rechten Weg, also Theo seinen rechten Weg irgendwie finden, aber ja, es war irgendwie nicht meins und da muss ich auch, glaube ich, gar nicht mehr dazu erzählen. Also ja, abgebrochenes Buch kommt eben manchmal auch vor und ich glaube, dass das, dann bricht man es lieber ab, bevor man sich einfach ärgert. Dann habe ich parallel schon das Hörbuch der Woche gehört. Der Wind nimmt uns mit von Katharina Herzog. Den damaligen ersten Band habe ich von einer Freundin bekommen zum Hören. Mich hat das zweite Buch im letzten Jahr nicht so angesprochen. Das war Zwischen dir und mir das Meer. Und das erste Buch vor 2 Jahren war Immer wieder im Sommer. Das war, glaube ich, gelb. Dann gab es blau und rot. Und erst gelb, dann blau und jetzt rot. Und so bin ich im Grunde jetzt auf dieses Hörbuch aufmerksam geworden. Und da ja ich eine App habe, also ich höre ja nicht nur über Audible, sondern auch über eine App, konnte ich jetzt auch das Hörbuch von meiner Freundin sozusagen wieder hören. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Die Sprecherin ist Elena Wilms. Das Buch ist ungekürzt und hat eine Hörzeit von 8 3/4. Und das fand ich auch wirklich absolut in Ordnung. Die Sprecherin hat das wirklich auch sehr gut gemacht. Ich fand auch, dass sie gute Betonungen hatte, die man auch in doppelter Geschwindigkeit noch wahrgenommen hat, was ich einfach immer sehr gut finde bei den Sprechern. Das E-Book gibt es, so wie ich es gesehen habe, aktuell sogar schon für 5 Euro. Also wer das Lesen im Grunde bevorzugt und auch gerne E-Books liest, der ist hier auf jeden Fall auch richtig. Ja, wir treffen auf die 32-jährige Maya. Sie ist Reisebloggerin, hat also einen Blog und reist und hat sich gerade eine Challenge auferlegt, beziehungsweise hat sie auch Kooperationen mit Firmen, denn sie möchte in 52 Wochen 52 Orte entdecken. Das bedeutet wirklich so jede Woche einen anderen Ort, natürlich auch mit An- und Abreise und Ähnlichem. Und sie lässt uns so ein bisschen an ihrem Bloggerleben teilhaben. Doch nach La Gomera zieht es sie nicht. Die Kanarische Insel ist für sie so ein bisschen tabu, denn dort wohnt ihre Adoptivmutter Caroline. Eher durch Zufall hat Maya erfahren, dass Caroline gar nicht ihre echte Mutter ist. Das ist jetzt auch erst einige Jahre her und sie kann das ihrer Mutter auch nicht verzeihen, dass sie im Grunde ein ganzes Leben lang angelogen hat. Maya lebt ein sehr lockeres Leben, wird bei einem One-Night-Stand schwanger und geht dann auf die Suche nach Tobi, der sich wohl gerade auch auf den Kanaren aufhält. Und sie ist so nicht nur auf der Suche nach Tobi, sondern auch ein bisschen nach ihrer Vergangenheit, beziehungsweise erhofft dann damit auch so ein bisschen ihre Zukunft zu finden. Ja, wir haben hier also eine Lebensgeschichte mit dem einen oder anderen Schicksalsschlag. Das Schöne ist, dass wir sowohl Mayas Geschichte erfahren, als auch die Geschichte von Caroline. Man hat hier so ein bisschen den Perspektivwechsel. Und was mir wirklich unglaublich gut gefallen hat, waren die Inselbeschreibungen, dieses Reisegefühl, dieser Wind, den man förmlich in seinen Haaren gespürt hat, das Meer, was man gerochen hat, die Strände, die man sich vorstellen konnte und diese Leidenschaft beim Reisen, die habe ich wirklich Maya absolut abgenommen.
bekommen. Also das hat für mich die Autorin wirklich absolut gelungen gemacht. Die Figuren, die sie geschaffen hat, waren auch sehr angenehm, wenn auch manchmal etwas oberflächlich und nicht so ganz nachvollziehbar in ihrem Tun. Aber es hat Spaß gemacht, ihnen zu folgen, mitzubekommen, wie geht ihre Geschichte weiter, wo begleiten wir sie, was tut sich gerade in den Leben. Das fand ich, hat Katharina Herzog wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass manchmal Dinge passiert sind, die schon zu viel des Zufalls waren, beziehungsweise man manchmal auch einfach nicht nachvollziehen konnte. Also gerade Maya hat manchmal Entscheidungen getroffen, wo ich mich fragte, warum und weshalb und wieso. Und mit Anfang 30, finde ich, einfach verhält man sich anders als zum Beispiel mit Anfang 20. Und manchmal hat sich Maya für mich aber einfach 10 Jahre jünger verhalten, was ich einfach sehr schade finde. Weil entweder gebe ich ja im Grunde meiner Protagonistin dann gar kein Alter mit oder ich lasse sie so ein bisschen sich doch so benehmen, wie das einfach dann der Fall ist. Mir gefällt der moderne Stil, der flüssige Schreibstil. Ich mochte die sehr, ja, unterhaltsamen Dialoge sehr, sehr gerne und ich fühlte mich einfach beim Hören auch sehr wohl. Was mich noch ein bisschen gestört hat, war, dass wir ein bisschen so in diesen Esokram, also in diese ganze Esoterik, so ein bisschen sehr abgedriftet sind, beziehungsweise dahingeschweift sind. Das war mir manchmal einfach so ein bisschen zu viel und hat für mich zum Beispiel auch gar nicht zu Maya gepasst, wie wir sie als Charakter eigentlich kennengelernt haben. Das Ende war dann ja auch relativ schnell. Es war dann auch irgendwann sehr vorhersehbar und es wurde auch sehr einfach gelöst. Was ich gar nicht schlimm finde bei Wohlfühlromanen, weil man erwartet ein gewisses Ende, wenn man die Bücher liest, beziehungsweise auch einfach hört. Und ja, man möchte da natürlich schon irgendwie auch mit einem glücklichen, ja, Happy-Gefühl irgendwie rausgehen. Und ja, deswegen ahnt man natürlich, wo es hingeht, was ich gar nicht schlimm finde. Also auch bei Liebesromanen, da rechnet man ja immer irgendwie mit einem Happy End und das wirft man ja auch nicht vor. Denn es ist ja auch immer so der Weg das Ziel und nicht das Ziel dann wirklich das Ergebnis. Und ja, so mochte ich die Geschichte ganz gerne. Es war halt so bei den letzten Wohlfühlromanen nicht so richtig top, aber ich habe es gerne gehört. Also es bewegt sich so im guten Mittelfeld und ja, fand ich einfach in Ordnung. Also gerade abends auf dem Balkon, Bluetooth-Kopfhörer rein und einfach Augen zu, die Abendsonne genossen und jemand liest einem vor. Und ich finde, das hat die Sprecherin sehr gut gemacht. Auch die Geschichte von Katharina Herzog hat mir einfach sehr gut gefallen und ich ja, kann da wirklich überhaupt nicht meckern. Na, es hat mich einfach unterhalten, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch einfach irgendwann gelassen. Ja, aber wie gesagt, kein Highlight, aber wirklich ein gutes Buch, was man durchaus sich im Sommer ja einfach so ein bisschen hören kann oder auch lesen kann und ein bisschen abschweifen kann. Und das letzte Buch der Woche war dann Meine Suche nach dem Nichts von Lena Schnabel. Ich weiß mal wieder nicht, wie ich auf dieses Buch aufmerksam gemacht wurde, ob das in einer meiner Lifestyle-Magazine war oder ob ich es irgendwo ja bei den Verlagsinfos gesehen habe. Ich kriege das immer nicht zusammen. Ich sollte mir das vielleicht wirklich mal aufschreiben. Ich fand den Titel wirklich schon sehr, sehr grandios gewählt. Meine Suche nach dem Nichts sagt im Grunde schon so ein bisschen auf, nach was die ja, Autorin im Grunde sucht. Wir haben hier einen Pilgerreisenbericht, denn Lena Schnabel begibt sich eben auf eine Pilgerreise und erzählt uns davon. Alles beginnt ja im Grunde mit ihrer Krankheit. Sie bekommt das pfeifische Drüsen Fieber, liegt ja sehr, sehr lange flach, fühlt sich sehr lange schwach, hat manchmal das Gefühl, sie kann weder aus dem Bett raus noch sich irgendwo hinsetzen. Sie ist einfach unglaublich krank. Sie ist aber selbstständig, ich glaube da schon Journalistin und ja, merkt dann so ein bisschen, wenn ich nicht schreibe, nichts mache, dann habe ich auch irgendwie ein Problem. Ja, sie entdeckt dann den Pilgerweg von Shikoku, ja. Das ist ein Pilgerweg in Japan, der über 1200 Kilometer lang ist und 88 heilige Orte beziehungsweise auch Tempel im Grunde beinhaltet. Es ist der wichtigste buddhistische Pilgerweg und auch wenn Lena Schnabel selbst ja nicht die größte, religiöseste ja, ist, interessiert sie dieser Weg einfach sehr besonders. Sie selbst war auch schon öfter in Japan und in Asien und ja, startet einfach so ihren Weg auf diesen 1200 Kilometer und erzählt uns in einer wunderbaren Art und Weise mit sehr lockeren, flotten
Floskeln und unterhaltsamen Geschichten, was ihr auf diesem Weg alles so passiert ist. Und das ist in keinster Weise irgendwie langweilig oder unspannend, sondern es macht unglaublichen Spaß. Alleine die Gepflogenheiten der Japaner so ein bisschen zu erleben, der anderen Pilger, wie es ist, wenn man auch als Frau allein unterwegs ist, das fand ich alles mega, mega spannend, habe ich super gerne gelesen. Und ich mochte es auch einfach, wie sie natürlich von ihren Qualen erzählt, von den 1000 Blasen an irgendwelchen Füßen, von den Rückenschmerzen, von dem, dass man einfach irgendwann nicht mehr kann, nicht mehr will und auch am Ende gar nicht mehr weiß, ob es jetzt ein Können oder ein Wollen ist. Und wie es aber dann auch ist, wenn man so unter Druck gesetzt vielleicht sogar wird, dass man eben jeden Tag laufen muss, weil sonst fängt man am Ende vielleicht wieder von vorne an. Und natürlich auch diese ganze buddhistische Weisheit, die sie uns so ein bisschen mitgibt, hat mir einfach wirklich viel Spaß gemacht. Es ist anders als mein absolutes Pilger-Highlight von Harpe Kerkeling, gar keine Frage. Ich bin dann mal weg, ist natürlich schon nochmal eine Spur anders, aber Lena Schnabel macht es für mich ansatzweise genauso gut. Sie erzählt einfach, was ihr durch den Kopf geht, sie erzählt, welche Begegnungen sie hat, wie andere Pilger sind, auf was andere vielleicht Wert legen, wie sie sich verändert in all dieser Zeit. Aber natürlich bringt sie uns auch Japan näher, diese Pilgerreise, die Tempel, diese Religion, diese Philosophie, das schafft sie alles in dieser kurzen Zeit in ihrem Buch und das hat mir wirklich einfach großartigen Spaß gemacht. Ich habe dem wirklich sehr gerne gelauscht und es hat auch einfach diese wunderbaren Stories, wie sie wahrscheinlich einfach nur das Leben schreiben kann. Das packt hier Lena Schnabel wirklich für mich wunderbar ein und auch ihre Entwicklung zu erleben. Also auch ihre schreiberische Entwicklung ist absolut spürbar und lesbar und man erkennt hier einen Unterschied. Und das macht für mich einfach wirklich großen Spaß. Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen, auch relativ schnell weggelesen und ich habe mich wirklich immer gut unterhalten gefühlt und man fiebert so ein bisschen mit. Und ich habe mich dann auch über diesen Pilgerweg so ein bisschen erkundigt, wie weit der ist, wie man den am besten geht und habe natürlich ein bisschen rumgesucht im Internet, habe bei Wikipedia natürlich was gefunden und habe aber natürlich auch die Fotos von Lena Schnabel mir dann angeguckt. Fand es ein bisschen schade, dass die im E-Book erst ganz hinten kommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen vielleicht dann einer der Nachteile beim E-Book-Reader. Ich habe das aber wirklich mir gerne angeguckt. Und ich habe natürlich dann auch noch ihr gesucht im Internet, habe mir dann ihren Blogs angeguckt, ihre Artikel und finde das wirklich mega spannend, was sie gemacht hat. Und hatte einfach großen, großen Lesespaß. Jeder, der gerne so ein bisschen Selbstentwicklung irgendwas dazu liest, auch Pilgerreisen spannend findet, vielleicht auch mal sowas Japanisches, Buddhistisches spannend findet. Ich kann dieses Buch wirklich nur absolut empfehlen. Auch der Stil von Lena Schnabel ist wirklich gelungen. Es ist nicht irgendwie drüber oder unhöflich oder irgendwie, sondern es ist einfach ein bisschen wie ihr der Schnabel gewachsen ist und das macht für mich dieses Buch auch wirklich absolut gelungen und hat mir großen, großen Lesespaß bereitet. Ja, und das letzte Buch der Woche, das ich aber erst angefangen habe, dann am Pfingstwochenende bzw. am Pfingstsonntag ist dann Eragon von Christopher Paolini. Das Buch habe ich mir ja auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen. Ist ja der Auftakt einer vierteiligen Reihe und alle haben auf der Buchmesse schon mit den Augen gerollt, dass ich das noch nicht kenne. Mir gefällt diese neue Auflage aber unglaublich gut und ich hoffe, dass mir das Buch weiterhin gut gefällt. Und wer weiß, dann ziehen nacheinander vielleicht auch noch die anderen Bücher ein. Wobei mir ja mittlerweile auch von ganz tollen Reihen immer so ein Teil im Grunde ausreicht und einfach so der Vertreterhaft sozusagen im Bücherregal stehen bleibt. Aktuell macht es noch absolut den Eindruck, wie wenn es demnächst dann direkt auch weitergeht, aber dazu erzähle ich euch dann in der nächsten Bücherwoche auch mehr. Ansonsten habe ich in dieser Woche This Is Us wieder angeguckt, die aktuellste Folge, also ich bin auf Six da ganz aktuell dabei. Ich glaube Staffel 1 und 2 ist sowohl natürlich als DVD wie auch bei Prime inklusive. Die erste Staffel habe ich ja hier und Six strahlt aktuell die dritte Staffel im Free-TV aus und man kann in der Six Mediathek, ich glaube, immer die letzten 5 Folgen ansehen und ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 10 oder 11 irgendwie so und ich freue mich, dass es jetzt auch schon bestätigte Infos gibt, dass es wohl 6 Staffeln geben wird von This Is Us. Ich glaube, dass sich die Macher ein bisschen ärgern, dass sie manches Geheimnis schon sehr früh, so in der zweiten Staffel auch erzählt haben. Aber ich bin sehr gespannt, was uns noch über die Drillinge und die Familie Pearson in der nächsten Zeit erwartet. Das ist wirklich eine Serienempfehlung von mir, macht mir wirklich großen Spaß. Auch habe ich die zweite Staffel von Downton Abbey beendet. Ich liebe diese Serie und ich finde die einfach
großartig. Ich freue mich auf den Film im September und werde auf jeden Fall die Folgen weitergucken. Kann ich natürlich immer nur machen, wenn ich einen DVD-Player dabei habe. Das ist so ein bisschen der Nachteil, aber es ist im Grunde kein Nachteil, denn es ist Downton Abbey. Und auch weiter gesuchtet habe ich diese Woche The Witcher von Kronk, also das Let's Play. Ja, ich bin da immer noch dabei. Wer hätte das gedacht? Habe mich jetzt auch lustigerweise mal mit einem Kollegen drüber unterhalten und dann haben wir auch so ein paar Blicke geerntet, so alle, die gucken jemanden beim Spielen zu. Ja, es macht irgendwie Spaß. Also ich hätte echt voll Bock, The Witcher zu spielen. Also mir will ich so eine PlayStation 4 zu holen und das Spiel zu holen und wüsste aber dann wahrscheinlich, dass ich nichts mehr von der Sonne draußen mitbekomme und auch kein Buch mehr lesen würde oder sonst was. Ich glaube, dass einen das wirklich sehr in den Bann ziehen kann. Es ist ja schon beim Let's Play so, dass man so 2-3 Folgen guckt. Und so eine Folge ist jetzt was zwischen so einer halben und dreiviertel Stunde. Und ja, ich gucke natürlich die Let's Plays auch mit 1,5er Geschwindigkeit, aber so eine Stunde ist da halt nichts, ne? Also das ist echt ja, faszinierend. Ich gucke das unglaublich gerne, es macht mir echt Spaß. Ich hätte es einfach nie erwartet und bin auch wirklich sehr überrascht darüber. Aber ja, ich kann nichts machen, ne? Es ist einfach, wie es ist. Und ja, das Leben ist schön. Ja, ansonsten gab es, glaube ich, zu der sonnigen und dann etwas kühlen, stürmischen Woche nicht weiter viel zu erzählen. Auch filmtechnisch war irgendwie nichts. Nein, ich glaube, sonst habe ich auch nichts weiter gemacht. Es war ja auch gefühlt einfach genug. Und man merkt natürlich, wenn man Serien guckt und auch The Witcher Let's Play, ja, dann hat man einfach ein bisschen weniger Zeit zum Lesen, beziehungsweise auch zum Hörbuch hören und auch das schöne Wetter. Da sitzt man eben auch einfach mal draußen und macht nichts. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach sich mal in die Natur zu setzen und das zu genießen und nicht irgendwie zu denken, man braucht jetzt ein Hörbuch oder einen Podcast oder ein Buch oder einfach mal nichts tun. Das braucht unser Geist, glaube ich, durchaus öfter mal. Ja, das war es jetzt auch schon mit der Bücherwoche. Ich glaube, ich bin heute relativ schnell durchgekommen. Ich bin auch ganz überrascht. Weiß jetzt auch gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich auch an der Geringigkeit. Wort, der Bücher, beziehungsweise war ja auch noch ein abgebrochenes Buch dabei, aber gut, beim nächsten Mal quatschen wir einfach ein bisschen länger. Ich hoffe, dass ihr auch eine schöne Woche hattet. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, was ihr gerade lest, ob ihr eins der Bücher schon kennt, ob ihr der Aragorn-Reihe, der Aragorn-Reihe verfallen seid. Nein, Aragorn ist jemand anders. Der Aragorn, habe ich das vorhin richtig gesagt? Ich hoffe. Der Aragorn-Reihe verfallen seid, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen, auch was vielleicht so euer Flop-Buch der letzten Zeit war oder auch das Highlight-Buch, ob ihr gerade irgendeine Serie suchtet, lasst es mich gerne wissen, würde mich sehr über den Austausch freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.